die Aufnahme dieses Videos habe ich mich besonders gefreut, weil ich Ihnen etwas sehr Schönes vorstelle. Ich begrüße Sie zu diesem Video. Ich stelle hier die Poetry Slam Kreatorin vor, ein GPT oder, wenn Sie wollen, ein benutzerdefiniertes Chat-GPT. Ich bin hier in der ChatGPT Plus User Interface, also in der kostenpflichtigen Version für $20 monatlich. Hier links in dem Menü kann ich hier auf Explore GPTs anklicken und dann komme ich in den sogenannten GPT Store von OpenAI. Ich klicke drauf. Und gleich sind wir hier im GPT-Store und Sie sehen hier diese ganzen vorgeschlagenen GPTs, aber die will ich heute nicht. Ich will Ihnen heute unsere Poetry Slam Textkreatorin zeigen. Deswegen klicke ich hier oben rechts auf My GPTs. Das sind die GPTs, die ich selbst entwickelt habe und muss mich da etwas durchscrollen, dann, weil ich schon etliche GPTs entwickelt habe. Das sind alles GPTs, die ich selber gebaut habe, klicke unten auf Load More und jetzt sehe ich schon unsere Poetry Slam Textkreatorin. Ich klicke darauf und erkläre Ihnen gleich, warum ich unsere Poetry Slam Textkreatorin sagte. Dieses GPT haben wir zusammen in Kooperation entwickelt, sozusagen einige Menschen aus der Poetry Slam Szene, Freunde und Freundinnen, selbstverständlich aus der Poetry Slam Szene, Pauline Füg, Elif Tigu, Nick Salzflausen, Philipp Herold und ich, Jaromir Konieczny, entwickelt haben wir das im Rahmen eines Kooperationsprojektes KI mal Poetry im November 2023 in Heilbronn. Und die Veranstalter dahinten waren die Kooperationspartner KI Salon und Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn, eingetragener Verein. Sie sehen, November 2023, da waren wir Pioniere in der GPT-Entwicklung, weil am 6.11.2023 GPTs von OpenAI vorgestellt wurden, an dem Dev Day, an dem Entwicklertag von OpenAI. Und da waren wir sehr schnell dabei als Pioniere. Wenn wir dieses GPT starten wollen, dann würden wir hier auf den Starter klicken, lass uns gemeinsam einen Text erstellen. Und da habe ich die Möglichkeit, in den GPT-Builder zu gehen. Dann klicke ich auf Edit GPT. Und gleich sind wir in diesem GPT-Editor, der richtig GPT-Builder heißt. Wir können hier unter Create uns etwas von ChatGPT selbst kreieren lassen, aber ich habe das wir haben das selbstverständlich hier direkt unter Configure entwickelt. Und Sie sehen hier den Namen der Poetry Slam Textkreatorin, hier eine kurze Beschreibung, die ich Ihnen vorhin vorgelesen habe. Und jetzt, wenn ich hier auf diese zwei Pfeile oder einen Doppelpfeil, besser gesagt, klicke, dann sehen Sie die Instruktionen dieses GPTs und die scrolle ich langsam durch, damit Sie eine Ahnung haben, was da alles drin ist. Wir sind hier tatsächlich an der Grenze des Möglichen gestoßen. Wir haben hier so viele Anweisungen und Optionen, dass wir kein Wort mehr reinschreiben können, keine Anweisung mehr. Da schmeißt mich das Modell gleich raus. Deswegen scrolle ich nach unten und zeige Ihnen diese ganzen Optionen. Also zuerst habe ich selbstverständlich die wichtigste Sache im Prompt Engineering hier gemacht, also der Poetry Slam Textkreatorin eine Rolle zugewiesen. Du bist eine Poetry Slam Expertin. Und hier haben wir diese ganzen Anweisungen da unten. Ich möchte sagen, ich könnte hier viel mehr Anweisungen noch schreiben und sie noch gezielter machen. Aber wie gesagt, sind wir hier in dem Umfang des Erlaubten angelangt. Zuerst muss man die Form auswählen. Also da fragt das GPT oder die Textkreatorin fragt, also was, worüber oder in welcher Form soll dieser Beitrag sein. Da stehen zur Auswahl diese vier Möglichkeiten, Comedy, Lyrik, Prosa, Spoken Word. Dann
wird die Gattung ausgewählt. Da fragt sie die Kreatorin immer, welche Gattung der Beitrag sein soll. Und hier haben wir wieder Ausnahmen, weil selbstverständlich, wenn er als Form Prosa gewählt wurde, kann dann nicht mehr hier Gedicht gewählt werden und deswegen diese Ausnahmen. Es gibt weitere dann Auswahl von Optionen. Hier haben wir Genres zum Beispiel, hier haben wir die Textdauer, hier haben wir auch eine kleine Umrechnung. Wir haben hier zur Auswahl 3 Minuten, 5 Minuten, 6 Minuten. Das sind die gängigen Dauer der Poetry Slam Auftritte, aber daran halten sich selbstverständlich die Poetry Slammer, die Poetry Slammerinnen an der Zeit, wie ihre Texte lang sein können. Das weiß ChatGPT nicht, wie lang ein Text auf der Bühne dauert. Deswegen müssen wir da eine kleine Umrechnung ChatGPT machen lassen und ihm sagen, eine Minute entspricht etwa 120 Wörtern. Und ChatGPT soll sich diese ganzen Optionen merken, die ausgewählt wurden. Hier können wir die Art auswählen, hier Stilmittel, hier soll der Chatpartner oder die Chatpartnerin das Thema auswählen. Und hier sind wieder Optionen, wenn das da passiert, dann schlage das da vor und so weiter und so fort. Hier wird gesagt, von wem der Text kommt, also ist es eine Ich-Erzählung von mir zum Beispiel oder wird es von einem Tier erzählt oder was auch immer. Und hier wird ausgewählt, an wen der Text gerichtet ist und so weiter und so fort. Hier sind Popkulturreferenzen, die genannt werden sollen. Und am Ende wird dann ausgewählt, die Art der Pointe oder der Botschaft, moralische Botschaft, starke Pointe und so weiter und so fort. Und das Wichtigste am Ende selbstverständlich hier, was hier angesagt wird, Achtung, der von mir generierte Text dient nur als Inspiration. Vergiss nicht, dass bei einem Poetry Slam nur selbst verfasste Texte vorgetragen werden dürfen. Alles Gute, Bro. Es ist selbstverständlich nicht wichtig, dass damit die Kreatorin für sie jetzt Texte, Poetry Slam Texte kreiert, weil, wie gesagt, jetzt das darf sowieso nicht gemacht werden. Aber an dieser ganzen Auswahl lernen sie oder Schüler oder Schülerinnen, wie Poetry Slam Texte entwickelt werden, was man da alles beachten muss und so weiter und so fort. Ich schließe das jetzt hier. Und komme aus dem GPT-Bilder wieder zurück zu unserem GPT. Und hier können wir das GPT laufen lassen. Das machen wir gleich. Und ich zeige Ihnen, wie es funktioniert. Ich hoffe, dass ChatGPT nicht abstürzt, weil das wirklich eine umfangreiche Reihe an Anweisungen ist. Lass uns gemeinsam einen Text erstellen. Jetzt bekomme ich eine Begrüßung von der Poetry Slam Text Kreatorin und ich bin selber ein Prosa-Schreiber und deswegen wähle ich die Option Prosa und da reicht es hier nur die Zahl einzutippen, die Nummer des Schrittes und habe 3 als Prosa eingetippt und Poetry Slam Text Kreatorin merkt selbstverständlich an, dass sie sich den Schritt gemerkt hat und dann fragt nach der Gattung und ich nehme hier ja, was könnte ich Schönes hier nehmen? Müsste eigentlich jetzt die Auswahl Gedicht verneinen. Das ist hier momentan nicht passiert. Hat sich wieder etwas geändert, dann muss ich nochmal die Optionen anpassen. Das passiert wirklich bei den GPTs, aber auch bei ChatGPT ziemlich oft, dass ich da Nachtraining wurde, es wurde geupdatet, dann ändert sich etwas und allgemein ist es selbstverständlich ein probabilistisches Modell. Sie bekommen immer eine andere Ausgabe, als Sie bei dem letzten Chat zu denselben Angaben bekommen haben. Dann nehmen wir jetzt, weil wir eine Geschichte gewählt haben, zum Beispiel Parodie, die Nummer 13. Jetzt fragt mich das GPT nach Genre, dann nehme ich Alltag, weil ich sehr gerne über Alltag schreibe. Dann tippen wir 2. Und jetzt, wie lang soll dein Text sein, sollen wir auswählen. Ich nehme 3 Minuten, also
dann schreibe ich zur Sicherheit, damit es keine Verwechslung gibt, 3 Minuten. Ich nehme einen kurzen Beitrag, dass wir hier nicht so lange warten müssen. Und jetzt, an welche Art soll dein Text verfasst sein? Also ich nehme dann gleich, Sie sehen, wie viele Optionen wir hier haben. Ich nehme gleich hier absurd, also die Nummer 1. Und schauen wir das, was da rauskommt. Jetzt werden wir nach dem Stilmittel gefragt. Dann nehmen wir, was würden wir nehmen? Sarkasmus können wir nehmen, weil das dann dazu passt. Jetzt sollen wir uns für ein Thema entscheiden. Was für ein Thema würden wir vorschlagen? Zum Beispiel Zähne putzen, sage ich, oder? Sie kennen sich aber von ChatGPT. Ah nein, ich lasse ChatGPT auswählen. Sie können aber selbstverständlich einen Text selber vorschlagen. Deswegen hier schreibe ich aber 2. Achso, jetzt habe ich falsch geschrieben, jetzt muss ich doch selbst ein Thema auswählen, aber das ist vielleicht gut, dass ich mich da vertippt habe. Ich hätte 1 schreiben sollen, für soll ich dir ein Thema vorschlagen, damit ChatGPT selbst ein Thema vorschlägt. Aber damit Sie sehen, wie flexibel diese Arbeit ist, werde ich jetzt eintippen, ich möchte doch, dass du ein Thema vorschlägst. Und schauen wir, wie ChatGPT drauf reagiert oder die GPT Poetry Slam Textkreatorin. Aber Sie sehen, dass sie das sofort annimmt. Wir können auch zu den früheren Optionen kommen. Wie wäre es mit dem Thema die Absurditäten des Alltagslebens in einer überdigitalisierten Gesellschaft? Hat sie sich als Thema gemerkt? Ich bin damit einverstanden. Ich könnte jetzt eventuell auch sagen, nee, das gefällt mir nicht, ein anderes Thema oder doch noch ein Thema vorschlagen. Und jetzt nehme ich als Perspektive Mensch und ich möchte mich ans Publikum richten. Das wäre 1a. Entschuldigung, A1 und B5. Ja, dann schreibe ich A1, B5. Sie sehen, man kann mit ChatGPT oder mit so einem GPT relativ reduziert sprechen. Also manchmal reicht statt ist gleich oder meistens reicht statt ist gleich ein Gleichheitszeichen oder sehr reduzierte Ansprache. Und umso klarer sind auch die Anweisungen. Ich habe mir als Perspektive A1, B5 gemerkt, also ich Perspektive Mensch ist richtig gerichtet ans Publikum. Soll im Text ein berühmtes Zitat der Popkultur eingebaut sein, sage ich ja. Und jetzt müsste sie mich nach der Art der Popkultur, des Popkulturversatzstücks fragen und ich sehe schon diese Angebote und ich würde dann Film wählen, obwohl ich sehr gerne lese, aber die meisten Menschen schauen sich lieber Filme an, deswegen nehme ich Film 2. Also Film. Mit welchem Ende soll dein Text schließen? Hier sind die Optionen. Meistens habe ich Angst vor einer starken Pointe. Es kann auch in die Hose gehen. Aber damit es etwas komplizierter wird, dann nehmen wir klaren Bezug auf den Textanfang. Das ist eine typische, klassische Klammer einer Kurzgeschichte oder einer Ballade, wie früher so geschrieben wurde. Ich schreibe auch manchmal gern so, deswegen nehme ich 4 und schauen wir, was da rauskommt. Ach so, jetzt müssten wir noch gefragt werden, ob zuerst wird uns jetzt vorgeschlagen, wie der Text aufgebaut werden soll. Also das sind diese ganzen Optionen, die wir ausgewählt haben. Und das scheint alles richtig zu sein. Das hat mich schon beeindruckt am Anfang, dass da wirklich das da so konsistent funktioniert, dass wir hier keine Fehler bekommen. Also hier ist wirklich richtig alles gesagt. Und jetzt fragt das GPT, soll ich einen Poetry Slam Text nach diesem Prompt verfassen? Wir können sagen nein und können uns daran orientieren. Aber wir wollen selbstverständlich wissen,
welche Möglichkeiten bei diesem GPT hier stehen. Ich möchte jetzt anmerken, das wurden jetzt neue, zum Beispiel wurde jetzt ein Modell trainiert, nur an kreativen Texten. Wir müssen uns überlegen, hier haben wir das Sprachmodell GPT-4 von OpenAI und es wurde quer durch alle möglichen Textkorpora im Internet an diesen Daten trainiert, an 20 Billionen Wörtern, das heißt einige Billionen Sätze. Und selbstverständlich sind diese Trainingsdaten nicht immer kreative Texte, meistens sind es wissenschaftliche Texte, dann sind es auch Beiträge in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Twitter früher. Jetzt haben wir X, aber dieses Training war eigentlich das normale, originale Vortraining, das über 100 Millionen Dollar gekostet hat, wurde mit Daten von Twitter trainiert, jetzt heißt Twitter X und jetzt, wenn wir Nachtraining haben, keiner weiß selbstverständlich, womit OpenAI die Modelle nachtrainiert, aber ich glaube nicht, dass da Texte aus dem Internet noch genommen werden, da wird es eher mit dem Feintuning nachtrainiert und dann eher mit menschlichen Dialogen, mit dem bestärkenden Lernen nach menschlichem Feedback. Jetzt sind wir vor dem Finale bei der Poetry Slam Textkreatorin. Sie fragt uns, soll ich einen Poetry Slam Text nach diesem Prompt verfassen? Ich sage ja und setze das ab und bin extrem neugierig, was da herauskommt. Und das lese ich auch dann vor, keine Angst. Ich versuche, ich bin als Tscheche, habe ich selbstverständlich sehr schön deutsche Umlaute drauf, aber ich versuche mich jetzt zurückzuhalten und ich hoffe auch, dass es nicht zu lang wird, sein wird, aber wir haben jetzt 3 Minuten gesagt und den Titel haben wir schon gleich am Anfang bekommen und der Titel heißt Digitale Dämmerung und das habe ich noch nie trainiert, das ist jetzt wirklich unplugged, live führe ich die Arbeit der Poetry Slam Textkreatorin vor. Und das Schöne ist, dass sie tatsächlich am Ende sagt, Achtung, der von mir generierte Text dient nur als Inspiration. Vergiss nicht, dass bei einem Poetry Slam nur selbst verfasste Texte vorgetragen werden dürfen. Alles Gute, Bro. Und jetzt, bevor ich den Text vorlese, möchte ich mich noch einmal bei den Freunden und Freundinnen aus der Poetry Slam Szene bedanken, mit denen ich bei diesem wunderbaren Projekt in der Maschinenfabrik Heilbronn von KI-Salon initiiert, wir es entwickelt haben. Also vielen Dank an Pauline, an Elif, an Nick und an Philipp. Das war eine wunderschöne Zeit in Heilbronn und jetzt lese ich den Text vor. Und es ist selbstverständlich ein bisschen kürzer, als der sein soll, wahrscheinlich kürzer als 3 Minuten. Da ist ChatGPT etwas sparsam und wenn ich ihm zum Beispiel eine Einschränkung mit der Anzahl der Wörter sage, dann ist es nie genau, aber es geht schon in die richtige Richtung. Digitale Dämmerung. In einer Welt, wo jeder Klick zählt und jede Sekunde eine Ewigkeit in der digitalen Unendlichkeit darstellt, fand ich mich wieder. Mitten in der Absurdität des Alltagslebens. Umgeben von Bildschirmen, die leuchten, als ob sie das Wissen der gesamten Menschheit in sich tragen. Ich, ein gewöhnlicher Mensch, spreche zu euch, Publikum des Lebens, Zeugen einer überdigitalisierten Gesellschaft, wo ein Like mehr wiegt als ein Lächeln und ein Swipe nach links swippt oder rechts das Schicksal mehr bestimmt als die Sterne. Erinnert ihr euch an den Film, in dem der Held in der virtuellen Welt gefangen war, unfähig zu unterscheiden, was real ist und was nicht? So fühlt es sich an, wenn man von einem Bildschirm zum anderen wandert, in einer Welt, die mehr Pixel als echte Gesichter hat.
hier in dieser digitalen Dämmerung, wo jeder von uns ein Avatar seiner selbst ist, frage ich mich, sind wir nicht mehr als Algorithmen in einer gigantischen Maschine? Unsere Träume reduziert auf Daten, unsere Sehnsüchte komprimiert in MOIs. In dieser Welt, in der wir leben, ist alles absurd. Wir schicken Nachrichten in den digitalen Äther und hoffen auf eine Antwort, die uns das Gefühl gibt, verbunden zu sein. Doch sind wir das wirklich? Oder sind wir nur Sklaven unserer Bildschirme, gefangen in einem Netz aus Likes und Shares? Doch halt, lassen wir uns nicht täuschen, denn in jedem von uns steckt mehr als nur ein Profilbild, mehr als eine Sammlung von Posts und Kommentaren. Wir sind Menschen mit Herz und Seele, fähig zu Liebe und echter Verbindung. Und so schließe ich, wie ich begann, mit einem klaren Bezug auf den Anfang. Jetzt muss ich wirklich, Entschuldigung, in einer Welt, die von digitalen Schatten beherrscht wird, lasst uns das Licht der Menschlichkeit nicht vergessen. Lasst uns den Bildschirm ausschalten und in die Augen derer blicken, die neben uns stehen. Denn am Ende des Tages sind es nicht die Klicks, die zählen, sondern die Momente, in denen wir wirklich präsent sind. Dankeschön. Ja, Sie sehen, da sind viele Allgemeinheiten drin. Und allgemeine Versatzstücke, es geht ins Pathetische, ins Kitschige. Man kann das mit der Performance selbstverständlich ein bisschen aufpeppern. Ich hätte das noch trainieren müssen. Ich glaube, ich wollte einen lustigen oder sarkastischen Text. Das ist nicht passiert. Ich glaube, ich schreibe lustiger. Aber trotzdem ist es ein Ereignis, ein Ergebnis unserer Arbeit mit künstlicher Intelligenz. Und wir können viel lernen hier bei solchen Sachen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, dieses Video. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Poetry Slam Textkreatorin. Sie müssen eigentlich nur in GPT-Store von OpenAI schreiben, Poetry Slam oder Poetry Slam Textkreatorin, wenn Sie wollen, und gleich wird Ihnen das GPT vorgeschlagen. Viel Spaß damit, viel Spaß mit Deep Learning.